Hi und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Jimmy. Bei unserer letzten Kaum-Mission, ne? Oscar Bailey. Keine Ahnung, was ich ohne dich machen würde, Jimmy. Du bist ein echter Glücksgriff. Ich habe heute erfahren, wo man einen Oscar Bailey auftreiben kann. Einen echten Klassewagen. Reiß ihn dir unter den Nagel, mein Freund, und behalte ihn. Du hast es dir echt verdient. Wäre natürlich cool, wenn der vom Handling extrem geil wäre und übel schnell wäre, so als letzte Karre. Ja, toll, der steht gleich um die Ecke. Was wundert mich denn das überhaupt? Hätte ich auch hinlaufen können. Steht ja immer um die Ecke. Aber ich glaube, so eine Karre, die Karre hatten wir doch schon, ne? Gerade eben. Oder? Ist das ein bisschen... Ach, ich weiß es nicht genau. Okay, die Mucke ist schon seltsam. Ich muss sagen, die Bremsen sind scheiße. Das muss ich sagen. Ach, nee, jetzt weiß ich wieder, woher ich den kenne. Den hatten wir im Hauptteil gehabt, aber also im Hauptspiel gehabt. Relativ zeitig. Und da war ja noch Schnee und Eis auf den... Ach komm, Fahrerflucht. Da war halt noch Schnee und Eis auf den Straßen. Ey, das ging schnell. Da war halt noch Schnee und Eis auf den Straßen und das war halt ein bisschen erfolgreich. Gratuliere, du hast alle Wagenhändler-Missionen abgeschossen. Du kannst nur alle Wagen... Nee, will ich eigentlich nicht. Aber cool. Ja, nee. Nee. Erst dachte ich, okay, die lässt sich echt weich steuern. Dann habe ich aber gemerkt, welche Karre das war. Und nein. Zum Kurz. Also, jetzt sind wir noch zum Kurzen fahren. Okay. Okay, Cell sehe ich jetzt. Oder ist das hier Cell? Der Don. Ist auf jeden Fall von einem der beiden Stränge die letzte Mission. Also von dem dann. Und dann wird dann halt Herr Brody ein bisschen später folgen. Wir schauen mal. Weil das gerade eben, das war ja ein Ding von Sekunden gewesen. Das hätte ich ja theoretischerweise auch in der letzten Folge noch machen können, weil, ne. Aber man weiß es ja halt manchmal nicht, wie lang die Wege da sind. Weil ich gehe nicht aus. Okay, ich weiß ja, dass es eine letzte Mission von irgendwas ist. Dann wird die auch dementsprechend lang sein oder schwer sein. Obwohl das eigentlich mal ganz nice ist, so vom Spiel her, dass das eher ein Geschenk für dich ist, dafür, dass du halt immer so treue Dienste geleistet hast. Und da haben wir die zum ersten Mal die 4 Sterne. Muss aber nicht viel heißen. Mal gucken. Noch bin ich ja gut dabei, aber ich war wieder nicht einkaufen. Scheiße. Okay, der Don. Du hast Big Cell, genau da, wo du ihn haben wolltest. Natürlich hat er seinen Arschkriecher zusammengerufen. Egal, früher oder später müsstest du dich sowieso um sie kümmern. Leg sie alle um und lösch die Remy-Familie aus. Sehr, sehr gern. Kann natürlich auch sein, dass das Endding diese letzte Mission, die es da gab, ich weiß jetzt auch nicht, wie die heißt, dass die aber auch bloß mehr oder weniger, naja, ein Cut ist. Also ein Cut, mehr oder weniger eine Cutscene ist und da gar nicht weiter bei rumkommt, ne? Okay, lass mal gucken. Okay, ist ungünstig vielleicht bei solchen Trucks. Ne, da ist noch einer. Nicht mit Volltreffer. Jetzt ist er weg. Ich meine, es läuft gerade gut, das hat aber nichts wirklich zu sagen. Halt. Ja, Alter. Natürlich kann der wieder da Ewigkeiten hinlaufen, wo er hinlaufen möchte. Nicht schlecht. Thompson? Thompson ist am Start. Adios, Arschloch. Ich mag die Thompson. Ja, der Mann ist tot. Scheiße, nicht gut. Oh, oh. Warte, ich wollte gerade sagen, da kommt er noch von hinten an.
Oh fuck. Oh Dreck war. Och, leck mich. Weißt du, das verstehe ich nicht. Wenn ich wenigstens nah dran wäre bei einer Schrot, okay. Aber warum müssen die das? Oh, das kann nervig werden, das kann lange dauern. Aber ich meine, wir haben ja, wie gesagt, an sich noch zwei Missionen. Also, ja, dann war jetzt die letzte Aufnahmesession. Okay, ich habe halt zwei pro Mission geschafft. Und nicht drei. Mein Gott. Es war erstmal der Plan von drei, aber... Hey. Dass die am Ende schwerer werden, war auch klar. Obwohl sie halt... Oh, toll. Easy angefangen hat, ne? Wo ich das hier halt immer noch ein bisschen fraglich finde. Halt! Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Müsste halt einen Platz finden, wo ich Schutz habe. Und nicht so eine Geschichte machen und hier einfach reinrennen. Oh, fuck. Naja, Volltreffer würde ich jetzt nie unbedingt nennen. Geh mal weiter rüber. Okay, der ist weg. Der ist doch weg, oder? Warum ist denn der immer noch nicht weg? Arschloch. Okay, da hinten ist noch einer. Scheiße, bin ich gut. Ja, momentan ja. Okay, jetzt läuft's. Hat der hier so eine komische Waffe gehabt? Was ist das denn? Der Mann ist tot. Ist hier auf das Kackschiff drauf? Ich muss, glaube ich, auf das Kackschiff drauf, ne? Alter, wer ballert denn da noch? Halt! Das war diese komische Waffe, die der andere hat verloren. Ist die auch so abartig angerannt kommen müssen. Und auch nicht zum Fick auch nicht sterben wollen. Okay, der ist auf der anderen Seite. Ich muss da lang. Nicht schlecht. Das ist okay. Der war schwimmen gegangen. Wo ist er? Ich hab den nämlich gar nicht mehr. Oh Scheiße. Verzeih, ich hab den nämlich gar nicht mehr gesehen. Fuck. Oh. Scheiße, bin ich gut. Naja. Wie sind denn das noch? Alter! Alter. Ich sehe den da hinten, den der anvisiert nicht mal. Nee, geht noch. Oh, fuck. Ich will doch einfach bloß mal eine Ecke, wo ich mich mal hinlocken kann. Warte. Ich wollte gerade sagen, bevor die hier rüberkommen. Okay, der gehört nicht dazu. Hier ist noch einer. Hey, what the fuck, wo ist denn der? Oh!
ein Arschloch. Stell dich doch. Er stellt sich schon wieder nicht ran. Lass mich raten, verpisst er sich mit dem Boot? Nicht schlecht. Ist er das? Ich wollte gerade sagen, der braucht halt ewig zum Fliegen, zum Fallen. Ach, der ist beim fucking Leuchtturm. Ich habe halt immer Angst, wenn dieses Bup-Bup-Bup-Bup kommt, ne? Dass das. Da ist er. Ich will halt nicht direkt reingehen, weil der hält, glaube ich, relativ viel aus, ne? Okay, wir haben ganz schön was am Muni gelassen, aber hat trotzdem irgendwie gefetzt. Er geht baden, alles klar. Schön. Heißt also, es hat doch gar nicht so lang. Nein. Das meinte ich gerade mit Nein. Die habe ich ja noch drüber gelassen. Die MP40-Muni, wunderbarchen. Obwohl ich mir halt ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr so sicher bin, ob die Thompson wirklich so die geilste ist, weil mit der MP40 bin ich doch, glaube ich, zumindest am Ende jetzt auch wesentlich besser vorangekommen. Da ist zwar noch ein Plinz, den ich auch übersehen habe, aber hey, scheiß was drauf. Gott sagen, warum... Oh nein. Das ist... Oh nein. Das ist das erste Mal, dass er nach Luft ächzt. Sage ich mal so. Dass er nicht wirklich viel Ausdauer hat oder die Ausdauer verbraucht. Komme ich hier durch? Ja. Steht meine Karre noch hier? Natürlich nicht. Warum ist meine Karre schon wieder weg? Ja, die Sache ist, so wie ich jetzt auf die Uhr gucke, an sich haben wir bloß noch zwei Aufgaben, weil die Dings sind halt relativ schnell. Ach doch, da steht meine Karre. Gut, mein Fehler habe ich vergessen. Dafür kriege ich bloß $200. Und warum bin ich schon wieder wanted? Die Bullen mich gesehen mit einer Knarre? Naja, falls das andere auch so relativ schnell gehen sollte, dass ich mal sage, ich scheiß mal auf meine 20 Minuten, hey. Und... Sehe ich es nicht? Und macht dann die letzte Mission halt auch noch hinten ran. Ich meine, ja, das ist ein Hutladen, den werde ich auch gleich aufsuchen, aber... Och, leck mich! Ich wollte doch zum scheiß Hutladen. Und jetzt muss ich... Oh, ich hasse es. Ich meine, die Werkstatt war ja auch gleich um die Ecke hier, deswegen will ich da am ersten Mal hinfahren. Scheiße, ist das Ding schnell. Nervig. Sehr, sehr nervig. Oh. Komm schon. Ach, nö. Okay, Schwein gehabt. Gerade noch rechtzeitig. Als ob der mich in der Karre erkannt hätte, weißt du? Ja, und schau, Alter. Das ist halt so unnötig. Hätte ich mit der Karre was gemacht? Ja, aber so. Aber ich habe halt auch, um ehrlich zu sein, weiß nicht, ob ihr da was gesehen habt. Auf der Map. Ich habe jetzt aber keinen Punkt gesehen, wo ich hin müsste. Also das ist ja das Doofe. Ich achte jetzt ganz nur auf die Bullen, sobald uns einer vor uns ist, vergiss es.
Da kam nämlich schon einer. Ich will die ganze Geschichte in Ruhe hinter mich bringen, ohne Bullen. Okay, müsste der Kackladen hier sein. Guten Tag. Ich hätte noch mal eins von ihren, hässlichen Hemden. Ja, ist es. Geht. Sieht ein bisschen altbacken aus, aber passt ja zu unserem alten Jungen hier. So, jetzt muss ich aber wirklich noch mal auf die Map gucken. Habe ich die Quest mal gar nicht gesehen. Ach, da hinten. Oha. Okay, das wird eine relativ lange Fahrt. Das wird eine relativ lange Fahrt. Also ich muss mal gucken, wie ich schneide, ne? Also, ich will jetzt noch nicht versprechen. Kann halt sein, dass das eine schnelle Geschichte wird und er halt auch gleich den Löffel abgibt. Vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, weil eigentlich ist die Truppe ja zerschlagen. Theoretisch. Zumindest stand das doch im letzten Ding drin, oder? Ja, und dann haben wir halt noch eine Sache. Wo ich mir aber keinen Reim draus machen kann, weil eigentlich unsere Vendetta ist beendet, theoretisch. Mal gucken. Ja, ein bisschen wahnsinnig ist er. Muss man leider sagen, aber ich glaube, anders würde er seinen Job eigentlich auch nicht machen können, oder? Hätte bloß noch gefehlt, hätte ich den gestreift und der hätte jetzt angefangen rumzumucken. Alter, nach der Kurve geht's aber wieder los. Ey, ach komm! Als ob das meine Schuld gewesen wäre. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich schnell genug bin. Nicht rumschlingern, nicht rumschlingern. Oh, kann der Bulle sich mal verpieseln, Mann? Oder unsere Karre schneller werden, das wäre ganz schön. Wir sind nämlich, glaube ich, bald da. Geht doch. Arschlöcher. So. Ist aber auch echt im letzten Hinterland hier, ne? Naja, was heißt letztes Hinterland? Wow. Fabrikviertel. So. Na denn. Gucken wir mal. Tam in der Klemme. Es ist an der Zeit, Tam einen Besuch abzustatten. Du hast sie terrorisiert, seine Gänge ausgelöscht und sein ganzes Leben ruiniert. Jetzt musst du den dämlichen Wichser nur noch erledigen. Er hätte es besser wissen sollen, als dich zu verärgern. Ja. Okay, damit haben wir den letzten. Ich glaube nicht, dass ich das in ein oder zwei Minuten schaffe. Deshalb, ich muss mal gucken. Ich meine, ich habe mich sonst immer verabschiedet. Das hat eigentlich immer ganz gut gepasst. Wenn ich jetzt aber dann irgendwann auf die Uhr gucke und sehe, also bei dem, muss mal Dings wegmachen, beim letzten, bei der letzten Mission, die wir da haben, ach du Scheiße. Das ist fucking viel. Das kenne ich noch. Okay, ich steige hier aus. Das fängt jetzt schon an, scheiße zu werden. ja. Also das dauert fucking lange. Das reicht schon allein für eine Folge. Dann, ja, will ich wahrscheinlich da einen Cut gemacht haben. Oder machen. Wir gucken mal. Ich krieg den halt nicht. Okay, wenn du so gut bist, geh mal ein bisschen näher ran. Ich hab da gerade Granatwerfer gelesen, dachte, what? Komm schon. Gute Nacht. Aber was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, den Grady hatten wir auch im Hauptteil gehabt zum Beispiel. Rein theoretisch müsste das ja nach dem, also ich weiß nicht, ob das mal gesagt wurde. Alter, nach dem Hauptteil spielen. Shit, ich bin am Arsch. Ich kann mich nämlich hinter dem Lastwagen nicht verstecken. Das ist halt das Problem. Aber hier kann ich's. Boah, ich hoffe, das reicht aus.
Das war auch. Ich wollte gerade sagen, das war auch mit der letzten Kugel. Hä, wo? Wo ist. Adios, Arschloch. Das habe ich gerade auch so gesehen. Sind sie auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Oder? Können die sich mal entscheiden? Ach, da. Die Spitzbuben. Ne? Okay, den sehe ich halt geil durch das scheiß Gebüsch gar nicht. Komm schon. Ist er weg? Nee. Schön. Jetzt ist er weg. Die ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, die macht eine Menge Damage. So, ja. Von wegen die ganze Gang zerstört. Da hinten war er übrigens gerade. Haben gerade noch gesehen. Der flieht, oder? Der Drecksack fliegt. Flieht. Ach, scheiße, von hier, ich wollte gerade sagen, von hier aus treffe ich so gut wie gar keinen. Okay, der ist da hinten in der Ecke. Oh, scheiße. Naja, das war eher skrupellos, nicht wirklich gut. Ich wollte halt bloß mal ein bisschen näher rankommen. Weil das sonst nervig ist. Ich sehe hier sonst keinen. Der Mann ist ich hoffe, das war der mit der Schrot. Nee, war er nicht. Ist denn hier der Mann mit der Schrot? Bist du der Mann mit der Schrot? Zeig dich mal. Alter, jetzt komm da raus. Ich weiß nicht, ob das der Mann mit der Schrot war. Gut, der lebt nicht mehr. Gute Nacht. Der Mann mit der Schrot ist irgendwo da hinten. Kommt aber auch nicht näher ran, ne? Oh, oh. Haben die beide eine Schrot? Die haben beide eine Schrot! Was ist los? Scheiße. Mann, warum muss denn der immer so hoch zielen? Ich meine, ich ändere die Zielrichtung nicht. Okay, das passt doch. Aber er wird natürlich noch weiter latschen. Okay. Halt! Hau ab! Hau ab! Mann, geh runter da! Ist doch wahr. Ist doch wahr. Okay. Theoretisch, also eigentlich ist unsere Rache beendet, aber wie gesagt, ich habe noch eine schöne spezielle Mission gesehen, wo ich mir halt keinen Reim draus machen kann. Oder es gab halt noch einen Strippenzieher weiter von oben. Und ich sag mal so, das ging jetzt halt doch wirklich schnell, ne? Deswegen können wir die letzte Mission jetzt auch noch machen und dann läuft das schon. Ich habe ja richtig scheiße geparkt, hier sehe ich gerade. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass das nicht allzu weit weg ist. Wo wir dann hin müssen. So, warte, ich muss ja eh noch die ganze Geschichte abschließen. Und dann geht's wirklich zum Ende. Ich muss jetzt mal gucken, dann haben wir ja doch bloß 3 Folgen gebraucht. Okay, Hinweis, du hast einen Gegner... Hä? Ist jetzt nicht... Oder war's das? Nee, ich wollte gerade sagen, wir hätten ja eigentlich noch eine Cutscene gekriegt. Wäre natürlich scheiße, wenn die hier ausbleiben würde, aber doch, wir müssten noch was kriegen. Vielleicht einfach bloß eine kleine Geschichte, wo er sich zur Ruhe setzt. Da hinten. Der Big Boss. Und natürlich müssen wir jetzt erstmal eine Ewigkeit dahin gondeln. Ist ein bisschen schade. Wie gesagt, das steht halt immer noch mit dem... Wenn ich mich mit der Mission übelst anstelle und das lange dauert, dann werde ich da wohl doch eine extra Folge draus machen. Ich gehe aber erstmal nicht davon aus, weil wenn ich mir überlege, die anderen beiden Bosse haben wir easy peasy eigentlich ausgeschaltet. Das geht schon. Ich bin nicht tot? Krass. Weißt du, an so einem Pfeiler hänge ich mich auf. Mit wesentlich weniger Geschwindigkeit. Und jetzt? Hä?
nicht wundern, warum ich jetzt hier so durchballer, aber ich bin mir ziemlich sicher. Hä, was will denn jetzt die Map? Ich wollte gerade sagen, dass wir einen relativ weiten Weg vor uns haben. Und die Bullen eigentlich wieder abschütteln. Achso, ich muss da lang. Also dann guck mal jetzt, die Bullen interessieren uns jetzt schon Scheiß, also, ey. Da kriegen wir hin. Solange die Karre noch vernünftig schnell fährt. Muss ja nicht unbedingt reinrammeln. So. Weil ich hatte jetzt eigentlich gehofft gehabt, wenn ich jetzt... Ich habe auf die Nadel geguckt. Das waren 140, glaube ich, gewesen. Oder knapp 140, dass er halt nochmal den Spruch bringt von wegen so einer Rakete. Aber irgendwie... Obwohl, habe ich ja jetzt die Möglichkeit zu. Obwohl, der zieht nicht mehr... Der zieht nicht mehr so geil. Schade. Dafür ist er dann doch ein bisschen zu sehr gedamaged. Schade, schade, schade. Ich werde nicht mehr genug Strecke haben. Apropos Strecke. Scheiße! Okay, das war unnötig. Ich muss da aber zur Tankstelle, Mann. Hau ab! Scheiß Bulle! Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, was uns da jetzt erwartet. Außer es gab noch einen größeren Big Boss. 5 Sterne.